Hi Leute, und heute gibt's einen Test der The King Brother versus The King 2.0. Ich bin wirklich mal sehr gespannt. Die The King Brother kennt aber jeder von euch. Das sind hier die 2015er Variante. Ich habe die für 1,99 bekommen. Richtige Schnäppchen. NEM 30 Gramm, also 6 Gramm pro Böller. Die Böller sind steinhart. Hinten mit und vorne mit Gips zu. Und The King. Und jetzt hier der Vergleich. The King 2.0 von Fire Event. Ebenfalls der ist auch steinhart. Man kann ihn null eindrücken. Und auch hier zu sagen ist, der hat vorne halt noch einen Vorbrenner. Einen Crackling-Vorbrenner. Und hinten ist er mit Gips zu. Und ja, auch der hat eine NEM von 6 Gramm. Und ich bin jetzt mal mega gespannt, ob der The King 2.0 mithalten kann mit dem The King. Trotz Crackling-Vorbrenner. Und ja, dann viel Spaß. So, jetzt sind wir draußen und wir fangen an mit dem The King Böller. Der ist ja eigentlich schon sehr gut. Mal schauen. Jetzt geht gerade das Feuerzeug nicht und los geht's. Die kommen einfach an Pullenböller ran. Unglaublich. Unglaublich. Alter, gut. Der hat irre gefetzt. Und nee, der hat gar keine Säurebruchstelle, wie ich dachte. Hier? Alter. Richtig krasses Teil. Und jetzt die Neuheit 2017, der The King 2.0. Ich bin jetzt mega gespannt, ob der rankommt an den anderen. Okay, der ist auch mega gut und mit dem Crackling-Verbänder gefällt er mir eigentlich fast noch besser. Der The King war etwas druckvoller, aber die The King 2.0 sind auch ganz nett. Oder was meinst du? Ja, also ich finde die The King, um echt zu sein, lauter. Die The King 2.0. Um echt zu sein, finde ich ein bisschen lauter. Die haben vor allem so ein bisschen BKS-typischen Knall, obwohl da gar kein BKS drin ist. Also mehr so einen helleren Knall. Aber man sieht hier auch mal die Wandung. Die ist gar nicht mal so doll, ne? Die Wandung. Aber trotzdem sind echt nice Böller. Klare Kaufempfehlung von Boom und klare Kaufempfehlung von Pyrobang. Also beide sind super gut. Kann ich empfehlen. Jo, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abo und Like nicht vergessen. Tschüss.